Wir gehen jetzt live nach Brüssel zu meinem Kollegen Peter Fritz. Terror und die Folgen, darum geht's heute, haben Sie soeben im Beitrag gesagt. Was wird denn genau besprochen werden? Hier wird es vor allem um einen Erfahrungs- und Erkenntnisaustausch gehen. Alle Augen werden auf François Hollande gerichtet sein, auf den französischen Präsidenten, der über die Erlebnisse in Frankreich nach den letzten Terrortaten berichten wird. Und damit in engem Zusammenhang steht aber wieder, wie schon bei der Flüchtlingskrise, das Thema Schengen, das Thema die Frage, ob man ohne Grenzkontrollen in Zukunft in Europa noch reisen wird können. Das Wort Schengen werden wir heute hier in der Debatte ziemlich oft hören. Die Vermischung mit der Flüchtlingsfrage ist nicht gewollt, aber drängt sich doch immer wieder auf. Brexit war auch ein Thema, also der Verbleib ja oder nein der Briten in der EU. Was ist da jetzt eigentlich Stand der Dinge? Es gibt ziemlich deutliche Wünsche von Seiten des britischen Premiers David Cameron und es gibt eine gewisse Drohung, nämlich dass Cameron im Lauf des nächsten Jahres eine Volksabstimmung über einen möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU abhalten will. Beim Thema Sonderrechte für Großbritannien haben die anderen Staats- und Regierungschefs schon gewisse Linien gezogen und gesagt, Sozialleistungen für EU-Bürger zu kürzen, 4 Jahre lang oder zu verweigern, das wird in dieser Form nicht gehen, aber die Detailberatungen, die hat man auf den Februar verlegt, auch um den Briten zu zeigen, dass man es mit ihnen jetzt nicht allzu eilig hat. Dankeschön, Peter Fritz, live aus Brüssel.